Jasmin Rechsteiner, Miss Handicap 2010. Ich habe dort das Visagistendiplom gemacht. Mir ist es wichtig, dass sich Frauen mit Behinderung auch schminken können. Und darum habe ich mir ein paar Ideen überlegt, die wir heute euch heute zeigen. Mit dabei heute ist auch Chiara Greco. Ich habe eine Muskeldystrophie. Das heisst, ich kann meine Arme nicht selber lüpfen. Aber dank einem Tisch geht das. Und ich bin froh, heute da zu sein und die Tricks von Jasmin zu erfahren. Chiara, das ist ein grosser, farbiger Kajal, den ich würde jetzt mit deinem Auge nachziehen. Das bringt dein Blau sehr schön zur Geltung. Findest du es selber auch schön? Ja, sehr schön. Dann können wir das jetzt so machen. Von außen beginnen. Hier ziehe ich aufziehen, damit die Wimpernkranz kommen. Nachher kannst du mal hochschauen, dort wo ich unten am Wimpernkranz noch nicht ganz bis innen. Nachher können wir das schön verwischen. Für das nehme ich so einen Pinsel. Der ist etwas fester oben, gibt einen schönen Widerstand. Nachher gehen wir hier von außen beginnen. Wieso gehen wir nicht bis ganz rein? Mir geht schon recht weit rein jetzt, aber mit dem Kajal nicht so weit. Weil mir kann die ganze Farbe, die man drauf schauen, bis hinten von Wüsten. Unten geht man nicht ganz. Da gibt es eine schöne Form von Mann. So. Kannst du kurz zu mir schauen? Ich tue hier noch ganz bisschen ausbessern. Mit einem Wattestäbchen. Das geht dann am häufigsten so. So. Jetzt tun wir noch eine Wimperntusche drauf. Für das nehme ich das Bürstchen, das etwas grösser ist. Fangen wir hier aus an. Und da möchte ich auch Betonung drauf geben. Das ist eine schöne Form. Kannst du mal darauf schauen, die tun wir an. Und schon Spiegel. So, siehst du es? Wie findest du es? Sehr schön. Kannst du dir das vorstellen, dass ich zum anderen auch so ja. Zu machen? Mal, ja. Das ist jetzt der fertige Look von der Chiara. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich werde euch die gerne beantworten und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren.